So, seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern. Und zu dem Spiel Resident Evil 4. Und in diesem Video geht es jetzt hier mal um die sogenannten Schießstände. Weil die sind ein extra Erfolg. Und zwar, dass man in den Schießständen sämtliche Preise gewinnt. Und das werde ich jetzt mal generell erklären. Und dann werde ich erklären, was ich da für ein Problem damit habe, weil da gibt es ein kleines Problem damit. Und zwar folgendes: Es gibt im Spiel insgesamt 4 Schießstände. Ja, und gut, und wo sind die? Guckst du mal auf die Karte. Und zwar sind wir hier, ich bin jetzt im Level Kapitel 5.1. Und im Kapitel 5.1 fängt man hier unten an, wo die Leiter ist, da fängt man an und da muss man sich da hocharbeiten, bis man da oben ist, bei dem Händler hier. Und dann muss man sich hier in die Bunkeranlage reinarbeiten und da durcharbeiten bis zu dem roten blinkenden Quadrat. Das ist, Kreis, das ist letztendlich das Ziel, aber auf dem Weg dorthin ist hier wieder ein Händler und bei diesem Händler ist so ein blauer Kreis und rechts steht zwar kein Kreis, aber ein blaues Quadrat, das heißt Mini-Auftrag. Es ist zwar hier ein blauer Kreis, aber blau ist blau. Also diese Mini-Aufträge, das sind diese Schießstände und die sind immer bei einem Händler. Und hier im Kapitel 5.1 an dieser Stelle ist der 4. bzw. letzte Schießstand. Also es gibt 4. Angeblich kommt noch ein 5., prinzipiell gibt es 4 Schießstände und das ist der letzte. Gut, also blauer Kreis und bei Händlern. Und jetzt gehen wir mal dahin und ich habe hier ein Safe-Game und zwar lade ich das da mal hoch, weil wenn das vielleicht mal jemand anderer konstruieren, probieren und so weiter könnte. Und dann guckst du nochmal und zwar ist das hier der mit der höchsten laufenden Nummer, Saves 500, also 85, das ist hier dieser Spielstand, den habe ich geladen. Jetzt will ich das natürlich, also nochmal, das ist also hier 85. Nummer 85, genau, Kapitel 5.1, da bin ich hier an diesem Ding, wo wir jetzt sind. So, und jetzt zeige ich dir, jetzt, komm, du sollst abbrechen, ja, so, zweimal bestätigen, so. Und da ist ein Händler, aber ohne Schießstand, wir gehen jetzt von diesem Moment, Safe Game, einfach weiter, nicht in die Richtung, da sind wir hergekommen, sondern einfach da jetzt weiter, auf der Karte, so, jetzt gehe, und ich habe jetzt da schon alle umgenietet, da kommt jetzt keiner mehr. Aber man kann sich hier nicht verlaufen. Du kannst notfalls auf die Karte gucken. Wir gehen da rein. Normal kommen da jetzt Gegner, aber die sind schon alle weg. Einfach weitergehen. Man kann sich nicht verlaufen. Da ist nämlich, da kommt man rein, da ist aber nur ein Schatz oder Munition. Also sieht kompliziert aus, ist es aber nicht. Einfach weitergehen. Links wäre auch nochmal ein Schatz, da war ich schon. Am Wischmob vorbei. Einfach mal durchgehen. Hier an den wunderschönen Schaher, da gibt es was zu essen. Wunderschön, Knoblauch gibt es ja auch, Wahnsinn. Also es ist wirklich nett gemacht hier. Hier brennt die Mikrowelle oder was, nee, Kühlschrank. Es ist optisch ganz, hier sind die Säurebäder. Prüfen, nee. Ach, Handgranate war da drin. Einfach weitergehen, man kann sich nicht verlaufen durch die Türen durch. An den schicken. Und da ruft die Ashley um Hilfe, normalerweise jetzt hier. Unten ist nochmal ein Schatz, aber wir gehen einfach da weiter. Wie gesagt, hier kommen Gegner, aber die sind, habe ich jetzt schon umgehaut. Dann sind die auch tatsächlich einfach weitergehen. Sieht kompliziert aus, ist es aber nicht. Hier sieht man dann die Ashley im Gefängnis. Wir müssen die ja retten. Und ich finde es auch schön, wie das hier optisch gemacht ist, da mit dem Kabelsalat hier. Einfach weitergehen. Und jetzt kommt der Händler. Achtung, jetzt da rein. Also wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier mittlerweile drin. So, da oben haben wir angefangen, haben uns hier durchgeackert. Man kann sich nicht verlaufen. Und jetzt gehen wir zu dem Händler. Und bei diesem Händler, das ist jetzt hier der Händler. Aber daneben ist so eine Tür mit so Pistolen. Das ist jetzt der Schießstand. Und zwar der 4. bzw. letzte. Und da gehen wir jetzt rein. So, und jetzt kommt nochmal so einer. Und das ist jetzt der, wenn ich jetzt da rein, ich muss aber zuerst mit dem quatschen. Das ist jetzt nicht der Händler, sondern das ist der Schießstandchef. So, jetzt warte. Also ich muss zuerst mit dem reden, weil es ist so, man kann zwei, man muss jetzt eine Waffe auswählen. Und erstens mal prinzipiell,
die Schwierigkeit oder des Schießstandes ist unabhängig von deiner Spielschwierigkeit. Also egal, ob du auf leicht, mittel oder schwer spielst, der Schießstand bleibt immer gleich. Und es ist auch egal, was du selber für Waffen geschossen hast oder wie du die aufgerüstet hast, ist auch völlig egal. Die Schießstände sind immer alle gleich, also unabhängig von der Schwierigkeit, und auch die Waffen sind immer gleich. Auch unabhängig davon, was du dir selber schon gekauft hast. Du kannst keine gekaufte reinnehmen. Du musst das nehmen, was der dir gibt. Also Welcome. erst reden. Für dieses Spiel musst du die Waffen nehmen, die ich ausgewählt habe. Also du kannst nur das nehmen, was der jetzt gibt. Und da wird es jetzt schon, naja, leicht kompliziert. Weil man kann zwei Waffen wählen. Entweder das Schnellfeuergewehr oder das Scharfschützengewehr. Also diese zwei kann man wählen. Aber wenn du eins von beiden wählst, kannst du dann noch mal was wählen. Und ich wähle jetzt mal das hier. Und du kannst es millionenmal wiederholen. Also es ist scheißegal. Du kannst dir das jetzt alles selber durchprobieren, was da am besten ist für dich. Also ich nehme jetzt mal das Scharfschützengewehr. Und jetzt ist auch wurscht, was man da jetzt nimmt. Was du jetzt hier nimmst, ist erstmal wurscht. Ich nehme jetzt mal das hier. Ausrüsten. Und jetzt kann ich reingehen. So. Öffnen. So, jetzt kann ich reingehen. Hier ist jetzt der berühmte Schießstand, und da startet man das Ding. Und jetzt noch ein paar generell. Und jetzt, wenn ich jetzt ins Inventar gehe. Ne, ach, das war die Karte. Da ist keine Karte. Gut, wenn ich jetzt aber ins Inventar gehe, kann ich diese zwei auswählen. Und eine Handgranate. Psst, entschuldige, und mal, also ich mache jetzt mal den Cheat mit und endlich Munition, weil die Munition ist ja auch begrenzt, siehst du hier, gell? Ich wähle jetzt aber mal das hier aus. So, das ist die Pistole. So. Also ich hätte jetzt, und ich kann sogar während des Spiels auch noch mal wechseln, wenn ich will. Aber ich nehme jetzt mal das hier so. Und jetzt ist so, wenn ich jetzt hier auf Anfangen klicke, kann ich den Spieltyp wählen. Und weil es hier der letzte Spielstand ist, der vierte, ich kann hier die 1, 2, 3 wiederholen. Also den ersten, zweiten und dritten Spielstand, ersten, zweiten und dritten Schießstand von dem Spiel kann ich hier wiederholen, und ich kann den vierten machen. Also ich kann hier alles komplett machen. Punkt. So. Wenn ich natürlich die ersten drei schon geschafft habe, muss ich hier ABC nicht mehr machen, sondern D machen. So. Pause. Also hier am letzten kann ich alle machen. Das ist 1, 2, 3, 4. So, ich erzähle nochmal was anderes. Und zwar geht es darum, dass wir an den Schießständen was gewinnen können, sogenannte Kronkorken. Jetzt, wenn du hier oben im Inventar auf Schlüsselschätze gehst, dann siehst du hier bei Schätze wahrscheinlich ziemlich viel. Ich habe jetzt deswegen alles andere schon verkauft. Aber diesen kannst du nicht verkaufen, diesen Schatz. Und das ist, wenn man genau hinschaut, der Aufsteller für die Kronkorken. Das sind wie die Wackelpuppen in Fallout. Wie die Vitrine für die. Und wenn ich da jetzt draufklicke auf Untersuchen, also diesen Schatz nochmal. Also gehst du oben auf Schätze und dann gehst du auf den Schatz hier, der aussieht wie der Aufsteller für die Wackelpuppen. Dann gehe ich auf Untersuchen. So, und jetzt sehe ich hier vier Reihen. Die unterste ist Schießstand A. Jeder hat sechs Kronkorken. Der zweite von unten ist Schießstand B. Der dritte ist Schießstand C. Und der letzte ist hier dieser Schießstand D quasi. Und in jedem Schießstand kann man sechs solche Kronkorken mit solchen Figürchen drauf gewinnen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war Schießstand A, beziehungsweise hier A. Dann das ist B. Die habe ich jetzt alle, und das ist C, habe ich auch alle. Aber jetzt lustig, D, der letzte hier, da fehlt mir ausgerechnet der letzte rechts oben. Alle anderen habe ich schon, und den kriege ich nicht. Darum geht's. Also der eine fehlt mir hier noch, nämlich hier von Typ D hier, der. Und wenn ich den kriege, habe ich die Errungenschaft, sind die was wert, heißt die Errungenschaft, sammle alle Kronkorken im Spiel. Das sind hier diese Kronkorken. Das ist also ein Flaschen-Kronkorken mit einer Figur drauf. So, und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Ich schaff's nicht. Und zwar, prinzipiell ist es so, wenn ich jetzt hier auf Anfangen klicke, dann sind hier drei Schienen.
Und da rollen hier so Zielscheiben vor und zurück oder auch links, rechts. Und manchmal geht auch hinten die Leinwand auf. Dann kommt hinten so ein da geht links so ein Ding rüber. Das, wenn man das trifft, gibt es extra Punkte. Also prinzipiell geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Aber es ist so, es kommen eben, wie gesagt, verschiedene Zielscheiben, die auch Punkte geben. So, die Punkte geben. A, erstens mal, wenn ich auf ein Kopftreffer gibt mehr Punkte. Also man sollte wirklich immer nur den Kopf treffen. Und B, da kommt auch die Ashley. Wir werden es gleich sehen. Und wenn ich einmal aus Versehen die Ashley, also meine Kollegin hier im Spiel, die in dem hübschen Rock und also wir sehen es gleich, die Ashley gibt aber 1000 Minuspunkte, die darf ich nicht treffen. Wenn ich aber nur ein einziges Mal die Ashley treffe, ist praktisch schon vorbei. Also mit 1000 Minuspunkten gewinnst du da nichts mehr. Also du darfst nie, du musst möglichst Kopftreffer, möglichst hinten, wenn das Ding aufgeht, das Ding treffen. Und nie die Ashley, nie, nie die Ashley treffen. Das ist bei A, B, C, habe ich es wie gesagt relativ schnell hingekriegt, aber bei D, die letzte, kriege ich nicht ums Punkt, Punkt, Punkt hin. So, jetzt habe ich im Internet gelesen, was man letztes. Also prinzipiell muss man einfach eigentlich nur möglichst viele Punkte kriegen. Nochmal Teepause. Für diese letzte Figur allerdings. Für die existieren die wildesten Theorien, was man dafür machen muss. Hier für diese letzte Figur. Für den da, da fehlt jetzt einer. Der ganz recht so. Angeblich muss man dafür alle männlichen Bösen abschießen. Alle. Aber es steht nicht drin, weil ich habe einfach mal wirklich alles abgeballert, was überhaupt kommt, inklusive Ashley. Dann müsste ich aber auch alle männlichen getroffen haben. Da kommt aber auch nichts. Also wahrscheinlich muss man alle männlichen treffen, aber ohne Ashley, ohne auch nur die Ashley zu treffen. Oder ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich habe es ja bei den anderen hingekriegt, die letzte Figur. Wieso kriege ich es hier nicht hin? Also was man definitiv da machen muss, normalerweise muss man eigentlich nur möglichst viele Punkte kriegen. Oder quasi innerhalb der Zeit, weil es geht quasi auch auf Zeit alles treffen. Außer der Ashley. Und jetzt ist aber ein anderes Problem. Guck mal, ich habe hier Gamepad, aber jetzt ziele ich mal mit der Maus. Und zwar, ich habe die Maus schon auf die leicht, also siehst du, es geht nur, ich habe die eh schon auf die empfindlichste Stufe gestellt, hier die Maus. Aber wenn ich ziele, schau, ich mache jetzt nichts, trotzdem wackelt das Ding hin und her wie Sau. Siehst du das? Ich mache nichts, ich ziele nur. Trotzdem wackelt es wie Arsch. Also du kannst auf gut Deutsch. Zielen ist hier Pain in the Ass. Also, siehst du, wie das wackelt? Obwohl ich nichts mache. Also, obwohl ich nicht wackele. Ich habe keinen Parkinson oder so. Das wackelt hier wie A und F. Also, das Zielen ist hier, das wäre jetzt vielleicht noch nicht so schlimm, wenn hier im Typ C nicht man muss manchmal tatsächlich die Position wechseln. Quasi, weil manchmal sind hier vier Ashleys, in einer Reihe vier Ashleys und in der Mitte drin ein Böser. Und wenn ich jetzt von hier schieße, habe ich sowieso keine Chance. Wenn die jetzt in der mittleren Reihe stehen, wenn ich jetzt von hier schieße, habe ich keine Chance. Da treffe ich automatisch immer nur erstmal die Ashley. Ich müsste also darüber gehen. Und bis ich aber darüber gehe, gehen die schon wieder weg und manchmal muss ich auch auf die andere Seite. Manchmal steht auch rechts noch einer drin. Also ich muss und bis ich hier immer rüber gehe und dann von da ziele, bis dahin ist Weihnachten. Und dann siehst du auch, wie der wackelt. Ich ziele jetzt im Gamepad, da ist dasselbe. Siehst du, der wackelt wie Arsch hier. Und das ist tatsächlich scheißegal anscheinend, welche. Jetzt nehme ich mal das Ding hier. Naja, da geht's jetzt. Aber das Problem, der muss da nachladen. Verstehst du? Und bis du nachlädst, sind wieder alle Figuren weg. Also damit wird es jetzt gehen, aber da ist einfach das Nachladen zu lange. Ich könnte ja sogar zoomen, oder wie? Rechter Stick. Ich könnte sogar zoomen. Bloß, das geht einigermaßen auf Zeit. Also erstens mal geht es auf Zeit.
Zweitens mal lädt der hier nach jedem Schuss nach. Und selbst hier wackelt er ein bisschen, siehst du? Ich mache wieder nichts, aber selbst hier wackelt, siehst du? Selbst hier schwankt das Ding rum, obwohl ich nichts mache. Und wie gesagt, wenn du hier, selbst wenn du hier stehst und in der Mitte drin sind alle Ashleys und dazwischen der Böse, selbst hier den zu treffen, ist ein bisschen happig. Also auf gut Deutsch, mir ist es ein Rätsel, wie das funktionieren soll. Und jetzt machen wir es mal. Jetzt mache ich es mal. Jetzt warte, nee, ich will jetzt nehme ich mal die andere Waffe. So, also Typ C. D, Entschuldigung. Anfangen. Spieltyp A, B, C haben wir schon. Die unten, die drei, die letzte Reihe. Gut, machen wir jetzt. Jetzt komm her, jetzt schau her. Also da ist die Ashley Kopftreffer. Und jetzt, wenn man Pech hat, hat man schon die Ashley getroffen. Und da hinten steht aber einer. Siehst du, jetzt muss ich da rüber. Achso, nee, der ist noch da. Möglichst Kopftreffer. Und jetzt treffe ich aber schon, wenn ich Pech habe, die Ashley. Weil der rumwackelt. Jetzt. Und da oben das Ding, warte. Da oben, es gibt ein paar Extrapunkte. Aha, jetzt lädt er neu. Jetzt kommt zweiter Teil, zweiter Teil. Und jetzt, ah ja, jetzt müsste ich mehr darüber, jetzt warte, nee, die geht aber rüber, jetzt, und jetzt lebt der noch hier. Und jetzt habe ich schon, nee, habe ich, jetzt wird schon happy. Aber nicht die Ashley, jetzt, komm her, jetzt steht hinten noch einer, dahinter, jetzt muss ich darüber gehen, und bis ich darüber gehe und der sich dreht, die dritte, siehst du, jetzt ist der schon, jetzt habe ich schon eins wenig. Jetzt stehen nur Ashley, jetzt ist da hinten wieder einer. Jetzt stehen nur, waren nur Ashley. Sieht er wieder nicht. Und das wackelt so rum, dass du da garantiert einmal aus Versehen die Ashley, da hinten, da treffe ich jetzt die Ashley. Oder gar nichts. Das wackelt, jetzt habe ich, oh, ich bin. Das ist ja ein Lachter nur. Das war Anzahl der Preise null. Also ich habe drei Gegner schon mal, hätte ich noch treffen müssen, um Punkte, ja, also süße Anzahl der Preise, ich habe keinen Kronkorken gewonnen. Obwohl es jetzt, ich habe keine Ashley getroffen, aber drei habe ich nicht getroffen, süße. Jetzt wenn du mir sagen könntest, wie ich das machen kann, wenn du eine Idee hast, wie das funktionieren soll. Sollen wir es nochmal probieren? Jetzt gehe ich mal auf die Seite rüber. Geh mal rüber. So, jetzt. Siehst du den da hinten, den da wird schon wieder schwierig. Jetzt habe ich den schon wieder versäumt. Habe ich den schon wieder versäumt. Und jetzt da hinten das Ding. Es ist trotz Maus hier, wackelt die Sau, trotz Maus kannst du da nichts treffen. Es ist zum. Scheiße, du sollst ihn umhauen. Na, siehst du, haben wir schon wieder eins wenig. Und da sollst du einen Kopftreffer hier, weil das so wackelt hier. Jetzt steht da hinten einer, jetzt warte. Oh, jetzt kriegen wir den da hinten. Das wackelt. Jetzt habe ich den schon wieder nicht getroffen. Jetzt müsste ich da wieder rüber, da steht da. Siehst du, bis ich da rüber gehe und bis der sich wieder umdreht, ist Weihnachten. Jetzt steht da zwischen. Siehst du, bis ich da hingehe, ist geht nicht. Geht nicht. Das steht da hinten einer. Also, da komme ich und da fragt sich. Siehst du, fragt sich. Da waren jetzt noch blöder. Das waren nur 19 getroffen schon, ja? Wenn wir das mal einer erklären kann, weil bis der da rumgeht. Und sich dann da wieder hindreht und bis du dann wieder zielst, also das ist zum dann nicht oder noch. Ich mag nicht mehr. Gut, wenn du eine Idee hast, wie das funktionieren soll, die in diesen Internetvideos sieht es natürlich wahnsinnig einfach aus, aber mir fehlt hier irgendwo der entscheidende, was heißt Trick oder ja. Gut, okay, das ist that's my problem. Karte, ja gut, Karte habe ich kann es ja nicht zeigen. Okay, herzlichen Dank. Und falls dir was einfällt, schreib es mir bitte auf laraweb.de in mein Forum rein. Im Forum unter anderem alle anderen Spiele und Resident Evil 4. Da packe ich das Video, ich lade das jetzt hoch und packe es da rein und lade Safe Game von der Stelle auch noch hoch.
obwohl man es nicht benutzen kann, aber ein Kollege weiß, wie es geht. Also okay, herzlichen Dank.